Sally, Molly und Shelley sind beste Freundinnen. Nur eine von ihnen ist eine Mutter. Kannst du raten, wer? Sally bewahrt Windeln für Neugeborene im Badezimmer auf. Also ist sie eine Mutter. Sally, Molly, Shelley und ihr Freund Eric gehen spät in der Nacht spazieren. Sie müssen eine Brücke überqueren, die in 11 Minuten hochgezogen wird. Sally braucht 3 Minuten, um sie zu überqueren. Molly benötigt 4 Minuten, Shelley 1 Minute und Eric 2 Minuten. Die Brücke kann nur 2 Personen gleichzeitig halten. Und die Jungs haben nur 1 Laterne. Also, wer immer die Brücke überquert, jemand muss zurückgehen, um die Laterne den anderen zu geben. Was sollten sie tun? Eric und Shelley sollten zuerst gemeinsam losgehen. Sie werden 2 Minuten brauchen, um die Brücke zu überqueren. Dann wird Shelley 1 Minute zurückgehen und die Laterne durchgeben. Dann werden Molly und Sally die Brücke überqueren. Dies wird 4 Minuten dauern. Dann sollte Eric mit der Laterne zurückgehen, was 2 Minuten dauern wird. Und schließlich werden Eric und Shelley die Brücke überqueren. Die Gesamtzeit wird genau 11 Minuten betragen. Eric lebt auf einem Bauernhof und züchtet Obst. Er ist sehr verärgert, weil jemand in der letzten Nacht die größte Wassermelone aus seinem Garten gestohlen hat. Eric verdächtigt einen seiner Nachbarn. Also beschließt er, sie zu befragen. Peter sagt: "Komm schon, Eric. Jeder weiß, dass meine Früchte viel besser sind als deine." Maya sagt: "Ich lebe alleine und bin allergisch gegen Obst. Warum sollte ich also deine Wassermelonen stehlen?" Und Mike sagt: "Ich konnte es nicht stehlen, selbst wenn ich wollte. Ich habe mir letzte Woche den rechten Arm gebrochen. Wer lügt?" Maya, sieh dir ihren Mixer an. Sie macht einen Smoothie mit Banane und Kiwi. Daher hat sie über ihre Allergie gelogen. Eric geht in sein Lieblingsrestaurant und bemerkt sofort ein merkwürdiges Detail. Oh oh. Siehst du es auch? Die Dame rechts versucht, Suppe mit einer Gabel zu essen. Nach dem Mittagessen beschließt Eric, das örtliche Geschichtsmuseum zu besuchen, um eine Ausstellung seltener, ausgefallener Schuhe zu sehen. Oh nein. Jemand hat das kostbarste Paar gestohlen, das einer Königin gehörte. Der Museumsaufseher untersucht den Tatort. Er ist verwirrt, weil der Dieb keine Hinweise hinterlassen hat. Zahlreiche Gäste haben diese Ausstellung am Tag des Raubes besucht. Der Wächter beschließt, das Filmmaterial von diesem Tag zu untersuchen und findet den Dieb ziemlich schnell. Können Sie auch einen Dieb unter diesen Leuten erkennen? Etwas an dieser Dame ist sehr verdächtig. Sie ist auf dem 2. Bild größer geworden. Das liegt daran, dass sie die gestohlenen Schuhe trägt. Eric verlässt das Museum und findet heraus, dass jemand sein Auto gestohlen und gegen einen Baum gefahren ist. Er befragt 3 Verdächtige. Bella sagt: "Ich bin gerade zu einem Geschäftstreffen gekommen, aber ich habe ihr kaputtes Auto gesehen und bin näher gekommen, um Hilfe anzubieten." Lily sagt: "Ich war es nicht, aber ich glaube, ich habe jemanden aus ihrem Auto rennen sehen. Er trug eine Kapuzenjacke." Und Bill sagt: "Mein Hund ist heute Morgen weggelaufen. Ich bin nur in der Gegend herumgelaufen, um ihn zu suchen." Wer hat das Auto gestohlen?
Bellas Uhr ist gesprungen. Oh no. Sie hat sie also wahrscheinlich bei dem Unfall kaputt gemacht. Am nächsten Morgen wacht Eric auf und findet sich mitten an einem verzauberten Strand wieder. Es gibt drei mögliche Wege zu einem Portal, das ihn zurück in seine Stadt bringt. Der erste Durchgang brennt. Gruselige Schlangen kriechen über die zweite Straße. Und die dritte Straße ist mit heißer Lava bedeckt. Welcher Weg ist mehr oder weniger sicher? Oh oh. Sowohl Feuer als auch Lava können ihn schwer verbrennen. Aber die Schlangen greifen nicht an, es sei denn, er provoziert sie. Eric betritt das Portal. Aber anstatt nach Hause zurückzukehren, geht er ins Gefängnis. Eric verbringt einen Monat im Gefängnis und plant zu fliehen. Während dieser Zeit gräbt er einen Tunnel und packt jede Menge Essen zum Essen. Das ist es. Er rennt durch den Tunnel. Aber am Ende steht er vor drei Türen. Hinter der ersten Tür versteckt sich der strengste und stärkste Wächter. Hinter der zweiten Tür ist ein hungriger Vampir. Er beißt jeden, der es wagt, einzutreten. Und hinter der dritten Tür ist ein wütender Hund. Genau wie der Vampir beißt er gerne die Gefangenen. Können Sie Eric helfen, die beste Option zu wählen? Die dritte Tür. Eric hat viel Essen. Er kann es verwenden, um den Hund abzulenken und zu entkommen. Endlich ist Eric zu Hause und er kann sich umziehen. Eric hat 53 Socken in seiner Schublade. 21 blaue, 15 schwarze und 17 rote. Plötzlich geht das Licht aus und er ist völlig im Dunkeln. Wie viele Socken muss Eric herausnehmen, um hundertprozentig sicher zu sein, dass er mindestens ein paar schwarze Socken hat? Betrachten wir ein pessimistisches Szenario, in dem Eric nur rote und blaue Socken herauszieht, bis sie vollständig aufgebraucht sind. Er muss insgesamt 38 Socken herausziehen, 21 Price, 17, 38, bevor er überhaupt anfangen kann, die gewünschte Farbe herauszuziehen. Daher sollten wir zu der Zahl 38 noch zwei weitere Socken hinzufügen, um sicherzustellen, dass Eric mindestens ein schwarzes Paar hat. Die Antwort lautet also 40 Socken. Am nächsten Morgen geht Eric im Park spazieren. Oh oh. Plötzlich greift ein Fremder nach seinem Handy und eilt davon. Eric findet einen Polizisten und beschreibt den Räuber. Er trug einen Mantel, einen Hut und eine Brille. Er hatte auch einen Schnurrbart. Der Polizist läuft in die Richtung, die Eric ihm zeigt. Ein Stück weiter findet er einen Hut, einen Mantel und eine Brille auf dem Boden liegen. Er beschließt, das örtliche Café zu durchsuchen. Dort sind vier Besucher anwesend. Einer von ihnen ist der Dieb. Können Sie erkennen, wer es ist? Es ist der Mann auf der rechten Seite. Er hat eine kleine Wunde an seiner Oberlippe. Er muss seinen falschen Schnurrbart in Eile losgeworden sein. Eric betritt ein Café und kauft einen doppelten Cappuccino. Er stellt seine Tasse auf einen Tisch und geht für einen Moment weg, um seine Hände zu waschen. Dann kommt Eric zurück und findet heraus, dass sein Kaffee verschwunden ist. Er beschließt, drei Personen in der Nähe zu befragen. Oliver sagt, ich habe meinen Feed gescrollt, also habe ich nicht um mich herum geschaut. Ich kann keinen Cappuccino trinken. Ich bin laktoseintolerant. Nina sagt, ich habe auch einen Cappuccino bestellt. Also ist diese Tasse meine. Ich kann dir den Scheck zeigen, wenn du mir nicht glaubst. Sheila sagt, ich trinke schon seit 5 Jahren keinen Kaffee mehr, weil das mich sehr nervös macht. Warum sollte ich dein Getränk stehlen? Nachdem er gehört hat, was sie zu sagen hatten, weiß Eric ganz sicher, wer ein Lügner ist. Und du?
es gibt eine Scheibe Käse in Olivers Sandwich, aber es könnte vegan sein. Nina hat einen kleineren Cappuccino genommen, daher kann diese Tasse nicht Eric gehören. In der Zwischenzeit hält Sheila eine Dose mit kaltem Kaffeegetränk. Daher ist ihre Geschichte falsch. Eric und seine Freundin Shelly treffen sich zum Kaffee. Sie ist sehr aufgeregt, denn sie hat heimlich einen Schwarm. Eric bettelt um seinen Namen. Aber Shelly ist zu schüchtern. Also schreibt sie einfach den folgenden Code auf ein Stück Papier. Können Sie den Namen Ihres Schwarms herausfinden? Die Zahlen deuten auf 3 Monate hin. Dezember, August und November. Wenn wir die ersten Buchstaben jedes Monats nehmen, bekommen wir den Namen Dan. Shellys Geburtstag nähert sich. Eric beschließt, etwas Geld für ein Geschenk zu sparen. Am ersten Tag des Monats legt er $1 in seine Spardose. Am zweiten legt er $2 hinein, am dritten Tag $3 und so weiter. Hurra! Shellys Geburtstag ist endlich da und Eric hat insgesamt $276 in seiner Spardose gespart. Siehst du, 76. Kannst du erraten, an welchem genauen Tag des Monats Shelly geboren wurde? Shellys Geburtstag ist am 23. Tag des Monats. Der einfachste Weg, dieses Rätsel zu lösen, ohne eine Formel anzuwenden, wäre einfach, die Zahlen zusammenzuzählen, bis wir 276 erreichen. Das wird am 23. Tag passieren. Eric gibt Shelly ihr Geburtstagsgeschenk und schüttelt ihre Hand. Können Sie irgendwelche Fehler in diesem Bild erkennen? Die Leute neigen dazu, einen Ehering am falschen Finger zu entdecken. Aber es kann auch nur ein gewöhnlicher Ring sein. Aber schauen Sie genauer auf Ihre Uhr. Die Mehrheit der Armbanduhren hat eine Krone auf der rechten Seite. Also hier liegt der Fehler.